Ich habe keine Ahnung, das läuft irgendwann Ende Mai. So weit, und ich freue mich da sehr drauf, wenn ich das noch mitgekriegt habe und auch weiß, wenn Simon uns das Thema, gerade auch in der Verbindung mit Steven Sloan, das Thema nochmal zu stärken, in Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Schauspieler, das wird der neue Intendant in 2 Jahren werden, finde ich übrigens auch eine tolle Entscheidung, weil wir damit absolut deutlich machen, wir sind nicht nur Kulturstandort sozusagen wie der Folie, wie es früher mal war, sondern wir sind auch ambitioniert, was das Thema angeht, wirklich erstklassig aufgestellt. So, das ist eine tolle Entscheidung, dass es gelungen ist, um jemanden für Bochum aktivieren und gewinnen zu können. Also ich, erstens, ich bin in Hagen geboren. Punkt. Nein, nicht Bochum. Weil meine Tante da hinten aber war, also ich bin ab dem dritten Lebenstag in Bochum, wenn ich die Geschichte sonst weiter erzähle, sag ich mal, man könnte ganz beruhigt sein, mein Bruder ist schön, er liegt 3 Jahre später, dass ich hinter mir ist. Was sind die besonderen Stärken von Bochum? Und eines sind da, also im Themenfeld des Hotspot der Live-Kultur. Also wirklich die Zuspitzung darauf. Wir sind kulturell sowieso super in Bochum, auch sowohl in Hochkultur, das finde ich das Tolle an Bochum, dass es nicht so ein Gegeneinander zwischen Hochkultur und Subkultur gibt, sondern eine Verschränkung miteinander, dass miteinander in Kontakt kommen von sozusagen die Energie des anderen mit aufladen. Das finde ich ganz klasse und besonders. Aber wir sind eben ganz besonders, was das Thema Live-Kultur angeht. Und da ist Bochum Total ja eins der Aushängeschilder. Benetics ist ein anderes, aber Bochum Total schlechthin. Und ich finde, für die Fläche da drüben gab es ja schon diverse Ideen. Also ich kann mich noch an Kinos von Links erinnern und was es sonst noch so alles gab, nachdem die Polizei da weg war. Und wir haben in Bochum, finde ich, eine ganz besondere Achse der Kultur, die sonst keiner hat und die total spannend ist. Und die kann man im Prinzip von der Volkhochschule, da früher Jan Thürmer seine Räumlichkeiten hatte, spinnen über das Schauspielhaus, über das Viertelvor im Ehrenfeld, über die Rotunde, über die Riffhalle, über diese Fläche zur Zukunftsakademie, Theater Hochstraße runter, über SAE, Tontechniker Hochschule bis zur Jahrhunderthalle. Sondern meine der Kultur hat keine, in der Mitte war eine große Wunde. Ja. Ich förderrechte nicht zulässig und insofern gehen nur nicht kommerzielle Veranstaltungen. Nicht kommerziell heißt nicht, dass alles ohne Eintritt ist, logischerweise, sondern eben die Gewinnerzielungsabsicht dahinter, dass es auch keiner sehen soll. Also zu viel Alkohol trinken und andere Sachen, die vorhin gesprochen wurden, habe ich nicht gemacht. Aber das fanden dann einige auch komisch, warum stehe ich jetzt der Oberbürgermeister da so mit inzwischen? Und ich war eigentlich nur damit so dran geworden, dass es wahrscheinlich nicht gegangen ist, die ich gesehen habe. Und das ist dann so eine Mischung, also irgendwie schon privat da zu sein, mit Leuten mal von früher aus der Szene kennen zu quatschen, aber gleichzeitig natürlich auch angesprochen zu werden, dass ich Funktion habe, so ganz alleine für dich bist du jetzt hier trotzdem nicht. Du hast so einen 10 Platz. Ich glaube, dass das schon auch ein Wert ist, so eine Stadt mitzugestalten. Wenn man selber Kinder hat, die vor ein paar Jahren im Kindergarten waren, man weiß, wie wahnsinnig teuer sie Anmeldeverfahren sind. Oder wenn man Kinder in der Grundschule hat und weiß, dass das Thema OGS nicht so funktioniert, wie man das früher mal ausgedacht hat, sondern eben viel, viel mehr eher Betreuung ist, sozusagen eine weitere Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Oder ein Gefühl dafür kriegt, wie die Schulen von innen aussehen. Und genauso wie man Eltern hat, die vielleicht im Alter sind, für das Thema gestaltet und einfach so ein Leben Nackerarbeit und gestaltet man sehen, wenn auch bestimmte Dinge einfach schwerer fallen. Sodass ich glaube, dann selber aus dem Umfeld zu kennen, man sollte nicht glauben, dass man Politikgestaltung sozusagen nur auf der Folie des eigenen Erlebens machen kann, aber ich glaube, so eine Erdung von eigenen Erfahrungen ist absolut hilfreich. Und ich glaube, dass wenn jemand gerade in meinem Alter auf einen ganz guten Blick in beide Richtungen des Altersspektrums von Gesellschaft werfen kann, durch Eltern und durch Kinder. Voll, aber das war auch nicht so, dass ich schon immer, ich habe niemals Berufspolitiker werden wollen, sondern ich habe das, wie viele andere auch, so gesellschaftliches Engagement als Hobby gesehen. Manche machen das in Fußballvereinen, trainieren die Jugendmannschaft, dann über die Idee oder sonst wo. Ich habe als Hobby, als 17-Jähriger für mich gesagt, eine Demokratie funktioniert nicht, wenn die Leute meckern, sondern wenn sie mitmachen, wenn sie gestalten.
Und das war mein Antrieb. Und ich habe das als mein Hobby gemacht. Und irgendwann gab es eine Möglichkeit, wo andere gesagt haben, boah, das wäre aber was für dich. Weil ich mich vor Verantwortung auch nicht gewusst habe. Und irgendwann kam die Idee, die Aufgabe, diese meine Heimatstadt zu gestalten, ist noch ein Stück spannender. Ich mache mir jetzt über Wochen Gedanken und keine Ahnung, was ich da irgendwann mache. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwann in ein Loch falle und man mich für nichts mehr gebrauchen kann. Also ich finde, das ist eine unheimlich spannende Aufgabe und wenn ich in die Stadt gucke, habe ich auch das Gefühl, da gibt es unheimlich viel. Wir haben das natürlich auch gerade aus dieser Generation so gedacht, die sagen, wir haben Lust, diese Stadt zu gestalten. Hier sind ganz viele, die mit Herzblut an Hochschulen gehen und die Lust darauf haben, dass es eine positive Story in dieser Stadt gibt. Und ich finde, wir haben ganz, ganz viele Chancen. Also wir haben so ein paar Sachen noch in der Pipeline, ein paar gab es ja auch schon. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn man so in 3-4 Jahren auf Bochum guckt und sagt, wenn du eine spannende neue Idee hast, die erstmal schräg ist, dann geh nach Bochum, probier die aus. Da gibt es eine Verwaltung, die ist offen, schräg zu denken und es gibt eine Gesellschaft, die ist offen, sich auf Neues einzulassen. Wenn du was Neues Spannendes willst, mach das in Bochum. Da wird es ein bisschen ermöglicher Stadt für jeden, wenn man was Neues wagen kann. Und glaube ich, hätten wir auch ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, wir sind die 16. größte Stadt Deutschlands. Wir wären in der Hälfte der Bundesländer die einwohnerstärkste Stadt. Wir machen uns dann manchmal selbst viel zu klein und ich finde, das können wir mit einem großen Selbstbewusstsein vor uns hertragen. Und wir haben eine ganze Menge Sachen, die andere nicht haben. Nicht nur das Schauspielhaus. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir da gemeinsam die Kette kriegen. Es sind unheimlich viele, die mitmachen wollen. Und das finden wir uns trotzdem.